Alles klar und herzlich willkommen zurück. Ist das der nördlichste Berg? Ich guck gerade nochmal. Ich möchte diesen Linksrums sehr, sehr gerne finden. Normale Seele erhalten, das ist super. Das ist der nördlichste Berg. Genau, der ist hier. Okay. Ich werde Folgendes machen. Ich werde um den Berg so im Kreis gehen. Damit kann ich nichts falsch machen. Muss ich das aber genau... Oh, das ist so nervig. Es ist so nervig mit diesen random Gegnern. Ist wirklich nervig. So, okay. Eins weiter. Hat die sich jetzt gerade... Ah, die hat sich selbst geschlagen. Super, wunderbar, schön. So, 400 Dingsbums. Jetzt muss ich nochmal gucken, wie viel XP brauche ich denn jetzt eigentlich für Level 39. 169.289. So, und wie viel XP habe ich? 154.000. Der Rest ist mir eigentlich egal. 484. Und noch 14.805. Oh, das ist eine Menge. Ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren. 1, 2, 3. Normalerweise könnte ich ja eigentlich abwägen. Weißt du was? Das mache ich auch. Ich mache das mal richtig. So, was hat er gesagt? Es ist doch so eine Last. Es ist so nervig. Oh, fühlt man sich wie ein Pokémon, wenn man wie bei Pokémon, wenn man nur im hohen Gras oder in der Kackhöhle da rumläuft. Oh. Ich glaube, wenn ich mich in ein Tier verwandle, soll man nicht so häufig auf Gegner treffen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, inwieweit diese Fähigkeit. Mantel der Wolf, so düster und schwarz. Falle über meine Lieder, immer und immer wieder. Was für ein Riesenvieh. Finde ich gut, dass ich mich jetzt, wo ich mich in einen Wolf verwandeln wollte, dieser Wurm kommt. Gleich mit Sicherheit nicht mehr. Jo. Die Musik ist geil. Ich guck einfach mal. Ich glaube, ja. Feuer macht dem nicht ganz so viel Aua. Aber Eis müsste ordentlich Damage reinhauen. Magisch krank ist eklig. Schattenstrahl, Eissturm und Angriff. Oha. Jawohl, ich gucke aber jetzt mal, wie die normalen Angriffe sind. 81 und Aska macht 0. So, Angriff und Eissturm. Das bedeutet, ah super. Ah, die Elaine ist magisch krank und verwirrt, das ist nicht so geil. Ja, Elaine greift jetzt die Jungs an. Geil. 600, starke Seele. Und wieder ein Monster weniger. Okay, verdammt sind wir gut. 400 Meter Norden. 700 Osten. 1, 2, 3, 4. Genau, jetzt sieht man's. Seht ihr? Jetzt verlieren wir HP. Achso, ja. Das ist, weil die Elaine magisch krank ist. Und... 700 Meter nach Osten. Nee, ohne Seife waschen. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Schrein des Lichtes. Geil. Schrein des Lichtes. Genau. Wenn wir jetzt so einen weißen Stein hätten, hier zum Beispiel sieht man ja, blauer Stein, roter Stein, da gibt es auch weiße Steine. Und wenn wir den jetzt hier reinstecken würden, dann würden wir ein ordentliches Status-Upgrade bekommen. Angreifen. Aska hat ziemlich viel Blut verloren. Können natürlich auch Items nehmen, aber warum? Ich habe die lieber gerne für Bosskämpfe. Oder für schwierige Kämpfe. Einen Speicherstein erhalten. Ja, geilo. Gut, dann haben wir den gefunden. Dem seine erste Dingsbums war schon richtig. Weißt was? Blutsaugen und Aska genauso auf den Riesen und dann feuerfrei. Cool. Ja. Ich werde mir jetzt keinen Komplett-Löser oder so reinziehen. Ich würde das Spiel gerne so spielen, wie ich es in Erinnerung habe. Und wollen wir mal gucken, wenn ich halt Steine finde oder so, dann kann ich immer noch nachgucken, wo es diese Schreine, die wir schon entdeckt haben, gibt. Manche habe ich noch im Kopf. Ich glaube, den Feuerschrein. Der Feuerschrein ist auch ziemlich geil, weil dieser nämlich, wie heißt's? Dieser Schrein gibt nämlich Stärke. Also du hast halt die verschiedenen farbigen Steine. Jeder Schrein steht für ein Element. Licht, Schatten, Feuer, Erde, Wasser, Wind. Oder Wind, war das Wind oder Erde? Ich weiß nicht. Und dementsprechend kannst du dann auch, dementsprechend kannst du dann auch die Steine dann in den passenden Schrein reintun. Und wenn du das machst, steigert sich der Wert, der Statuswert. Sprich, Feuer war Angriff, bedeutet der rote Stein muss in einen Ort voll Magie und dann bist du irgendwie, dann wirfst du einen roten Stein rein, dann steht Angriff und jeder kriegt dann 5 Punkte auf Angriff. Ihr habt es tatsächlich geschafft, der Boden ist ruhig, der Sandwurm ist tot, war ein Kinderspiel. Hier, nehmt das als Belohnung, die ganze Stadt steht in eurer Schuld. Ein Ring des Geschicks ist ein sehr seltener magischer Ring, doch ihr habt ihn euch verdient. Alles klar, super, vielen Dank. So, das haben wir gemacht. Ich weiß nicht, ob ich den... Ja, doch, könnte eigentlich passen. So, Walner ist voll. Mein ich. Bin mir aber nicht sicher. Muss mal gucken, darf heute nicht zu viel aufnehmen. Weil ich noch ein bisschen aufräumen muss. Ein bisschen. Ich habe heute Morgen schon angefangen aufzuräumen. Es ist ja noch relativ früh. Es ist jetzt gerade 9 Uhr. Ich bin heute um knapp 6:30 aufgestanden. War dann erstmal, hab hier ein bisschen aufgeräumt. Um 7 bin ich dann hier in den örtlichen Laden gegangen. Hab mir dann ein bisschen Frühstück geholt, Frühstück gemacht und allem drum und dran. Und ja. Ich weiß jetzt auch, wie ich den Part benenne. So, hier werde ich speichern, weil diese Pyramide ist ein sehr starker Dungeon. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob wir das schon schaffen. Ich will erst nochmal kurz nach Lomba. Ich will nämlich gucken, ob ich mit Level 38 neue Rüstungswerte und so einen Scheiß kriege. Das wäre natürlich super. Der Kampf hier wird hart. Allerdings, jetzt kommt das große Allerdings. Es lohnt sich. Die Pyramide lohnt sich wirklich. Warte mal, Walner müsste doch eigentlich jetzt auch wieder saugen. Aska eigentlich nicht.
Okay. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Askas Blutvorrat ist jetzt nicht komplett voll. Schön. Kritischer Treffer, Schluggi. Nicht ganz. Egal. Ist egal. So, ich muss jetzt den Laden herausfinden. Wo ist der denn nochmal? Wo ist denn dieser Laden? Hier ist das Inn. Hier ist die Taverne. Hier oben ist der Rüstungs- und der Waffenladen. Super. So, hoffentlich. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Okay. Das hat er nicht. Hat er neue Waffen auch nicht. Okay, trotzdem werde ich nochmal gucken, wie wir gegen normale Seelen. Ich werde nochmal in die Gruft gehen. Ins Magierzimmer. Und werde meine Seelensteine auffrischen, weil ich habe nämlich nicht mehr viele normale Seelensteine. So, warum habe ich denn 98? Seelensteine herstellen. Okay, welche möchtest du umwandeln? Die normalen Seelen alle. Gut. Liegt einfach daran, wenn ich jetzt was beschwören möchte oder so, brauche ich halt normale Seelensteine dafür. So, erstmal die Lane voll machen. Ladies first. Ist ja auch die Heilerin der Gruppe. Also von daher hat die sich das... War das bei mir immer so? Die Lane kommt immer zuerst. Nicht, weil Frauen zuerst oder so. Da bin ich voll emanzipiert. Liegt einfach daran, dass die Lane einfach am meisten Blut braucht. Weil sie halt die Heilerin ist. Und was das angeht, sollte die Dame oder sollte der Heiler immer bevorzugt werden. Egal ob Männlein, Weiblein, Hund, Katze, Maus oder was weiß ich. Heiler und Medics haben, was Blut angeht oder was Mana und das ist ja, Blut ist ja hier das Mana, was das angeht, immer Vorrang. Weil wenn der Heiler stirbt, stirbt auch die Gruppe. Das dauert dann nicht lange. Okay, Valna und Elaine machen die Monster platt, ohne dass Aska saugen kann. Macht aber nichts. Also wenn auch der, wenn wir jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt den Linken zum Saugen angewählt. Auch wenn der sterben würde, würde Aska dann einfach am rechten Blut saugen. Von daher ist es gar nicht so schlimm. So, jetzt ist der Valner dran. In der Regel ist es halt so, dass die Elaine die schnellste ist, weil die kein Schild trägt. Und dann kommt der Valner und dann der Aska, weil Valner kriegt halt von mir die ganzen Statusdinger. So, mental. Ich glaube, der Geschicklichkeitswert 206... 181, ja. Aber warum? Gargaschrüstung. Ah, der auch. Okay, ich würde gerne den Valner nochmal voll machen. Dann speichere ich nochmal ab und dann machen wir die Pyramide. Das passt eigentlich ganz gut, dass das so jetzt läuft, weil der Askan-Link keinen Damage macht mit seinem Säbel und somit Aska sich, Valna sich richtig voll machen kann. Valna meine ich. Oh, ich komme mit den Dingern echt durcheinander. Aber das passt. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, die Elaine hat vielleicht ein bisschen viel HP verloren. Hä? Wieso trifft... What? Warum trefft ihr nicht? Wieso habt ihr nicht getroffen? Nee, komm. Gut, beim nächsten Mal trinken ist die Elaine dran. Jetzt speichere ich hier nochmal ab. Ich würde sagen, diesen Part mache ich mal ein bisschen länger. Einsamkeit ist eine Qual für die Ewigkeit. Ja, wird auch gerne als Foltermethode benutzt. Ich
Ich will mal gucken, ob es hier irgendwas Schatztruhenmäßig gibt. Aha. Er hat mich mal in den Stick. Oh, ein Speicherstein. Ich werde es so machen. Klar, natürlich bringt es jetzt nichts, wenn ich halt, was weiß ich, so ein Game auch mal über Nacht laufen lasse, damit meine, oder ich habe das halt jetzt so gut gefarmt, dass ich eigentlich keine Geldprobleme mehr habe. Aber der Fairness halber wollte ich ganz gerne die Speichersteine behalten, weil ich habe zwar den Speicherkristall, das ist soweit auch ganz gut, aber das Problem ist, die Speichersteine sind halt wertvoll. Weil wenn du den Speicherkristall nicht hast, müsstest du die Steine nehmen und die sind halt begrenzt. Wenn du so einen Stein nimmst, ist er ganz schnell weg. Kostet auch eine Menge Geld. Also die kannst du selbst nicht kaufen, deswegen sind sie so selten, bringen aber ordentlich Money. Natürlich jetzt, da ich die Dinger nicht brauche, könnte ich sie aus dem Menü rausnehmen und verkaufen, aber das wäre ja dann, durch ein Cheat vorgebrachtes Geld. Hier kommt man raus, wenn man die Pyramide besiegt, fertig hat. Das ist schon mal ganz nice. Aber ich würde gerne die Pyramide machen. Deswegen, ich sag mal so, um den letzten Gedankengang nochmal aufzufahren, würde ich sehr gerne den, Blutflasche erhalten. Hier gibt es nämlich starke Gegner. Ich werde mir einen Golem holen. Ein Golem aus Stein, nun bist du mein. Ja, die Skelette sagen schon, aua. Skorpion erscheint. Erstmal fett angreifen. Was wollte ich sagen? Ich würde gerne den Part fertig, ein bisschen länger machen eventuell. Ich gucke einfach mal, oh, starke Seele, geil, 350. Hier kannst du richtig gut trainieren. Die Regale sind leer. Alles klar. Ja, es ist eine richtig coole Pyramide. Königsviper. Ich glaube, das hier hat alles nicht so viel Blut. Der Golem ist mein Level, okay. Warum hat denn der Skelettmagier jetzt keinen Level gehabt? So, Flammentrank. Was da wohl rausgekrochen ist, eine Mumie. Ja, da haben wir es. Überrascht den Gegner, super. Nee, auf jeden Fall wollte ich ganz gerne noch die Pyramide auf reinmachen. Deswegen gucke ich einfach mal, wie lang es wird. Wenn es jetzt mit 40 Minuten geregelt ist, dann wäre das easy, kein Problem. Wenn ich aber länger brauche, dann muss ich die Pyramide in zwei Parts splitten. Gucke ich einfach mal, wie weit ich bin. So, ich will natürlich auch alles von der Pyramide hier abklappern, das ist klar. Ich glaube, den Skorpion sollte ich lieber angreifen, weil der nämlich mit Gift wahrscheinlich rumeiert. Oscar ist gelähmt, weil er es nicht betroffen. Jo, die Mumie kann verwirren. Ja, bloß weg da. Gut, Walner hat ja durch den Schutzring, Asuka kann sich wieder bewegen, das ist einigermaßen in Ordnung. 50, 75, 50, 175. Ja, so knapp 200 HP sollten die haben. Talisman, super. Nein, mein Golem! Ich werde hier nicht ohne Golem rumlaufen. Ich will aber auch nicht als Wolf hier rumeiern. Ich meine, man könnte die Dauer verlängern. Auf jeden Fall lohnt es sich hier. Ah, die Mumie hat mehr HP. Der Skorpion hat 200 HP, die Mumie 250, glaube ich. So kann man das ungefähr sehen. Es war gut, dass ich nochmal vorher zum ins Magiezimmer gegangen bin. Um einfach meine Dingsbums zu machen.
um meine normalen Seelensteine ein bisschen aufzupeppen. Ich weiß nicht ganz, ob ich hier einfach Zuflucht machen kann. Heilbalsam. Hier gibt's sonst nichts. Okay, ich kann entweder... Nee, von hier unten kam ich. Und hier geht's in eine andere Richtung rein. Okay, dann geht's hier hoch. Oder runter. Okay, hier ist Aua. Boah. Wisst ihr was? Wir machen so, Lebensentzug. Heiliger Sturm, Eissturm und Flammenmeer. Ich guck mal, ob das irgendwas bringt, aber ich glaube, Feuer bringt ihn gar nichts. Boah, die Mumie kriegt richtig auf die Schnauze. Das geht. Okay, das ist eigentlich ganz gut. Aber da die, ja gut, Mumie ist halt eine vertrocknete... Boah, 1100 XP. Drei starke Seelen. Hier lohnt sich's. Trank der Ewigkeit. Ja, hier muss man aufpassen. Hier macht's... Das macht Aua. So, wie viele normale Seelen habe ich denn noch? Normale Seelensteine meine ich. 30 ist nicht viel, aber da ich hier starke Seelen finde, würde ich sagen, kann ich mir das eigentlich ganz gut zurecht machen, weil ein starker Seelenstein oder großer Seelenstein gibt 3 normale. Und ich meine, der Golem-Zauber frisst 5. Das ist mit allen so. Heilelixier. Okay, von da kam ich. Hier gibt es überall Schätze, das ist klar. Aber auch Fallen. Ich finde den Golem cool. Gut, sind nur 30 Damage, die er macht. Von daher könnte man auch gucken, ob das man ohne auskommt. Aber das möchte ich eigentlich nicht. Ich meine, es tut ja nicht weh. Dafür haben wir die Zauber, ja. Knapp 200. Ja, der müsste jetzt sterben. 66 plus 68 sind 130. 150. Ja. Ich glaube 220 oder so müssten die haben. So. Fähigkeit. Hey, ich kann den Golem heilen, aber es bringt nichts, weil er sich nach einer Minute sowieso auflöst. Aber ich bin froh, dass ich den Golem gegen die Mumien habe. So, ich habe noch genug Blut, das passt. Na, die Königsviper, warte mal, die müsste eigentlich auch 200 haben. 40 ungefähr, 100 knapp. 160. Ja, ungefähr. Ich habe die 69 vom Damage vom Aska abgerundet. Oha. Heiliger Sturm, Eissturm und Flammenmeer. Ich will einfach bei den drei... Ich weiß nicht, ob der Aska den Sturm machen sollte. Der macht natürlich ordentlich Aua. Aber kann natürlich auch... Oh, 1100... So, Heilflasche... Heilfiliole, das ist ganz gut. Ich muss irgendwas auf meine Controller kleben, weil diese günstigen Controller, die haben nur diese Plastiksteuerkreuze und so ein Gedöns. Da ich ja mit Steuerkreuz hier, mit diesem Teil hier spiele, rutsche ich da immer nach einer Weile ab. Ja, das kann man natürlich auch
Das habe ich früher als Kind gerne gemacht. Meine Controller beklebt. Da habe ich mir einfach ganz feines Schmirgelpapier genommen. Wirklich ganz feines. Und habe die auf diese Joystick-Dinger hier auf die Joystick-Dinger geklebt. Wirklich ganz feines. Ich habe keine Ahnung, was ein Fluch ist. Will ich auch gar nicht herausfinden. Bleibt der Fluch? Was ist Fluch? Antikrankheit? Nee, bringt nichts. Blutflasche. Antikrankheitsserum. Nee, bringt gar nichts. Warum ist die Elaine verflucht? Ich glaube, Fluch ist mies. Weil den kannst du nicht kurieren, meine ich. Ist aber gut, dass die Pyramide nur so einen einseitigen Weg hat. Also nicht so eine Million Abzweigungen, wo du dann drei Stockwerke nach unten gehst und dann merkst du, oh, jetzt muss ich wieder drei Dinge nach oben. Hoffe ich zumindest. Warum ist die Elaine verflucht? Und was kann man gegen Fluch machen? Ich will mal was probieren. Bei einer Kobra kann man das ja ruhig mal machen. Okay. Kobra hat kein Blut. Natürlich ein bisschen Quatsch ist natürlich auf der einen Seite, aber ist natürlich machbar. Hier gibt es einen Geheimgang, das weiß ich. Speicherstein. Also die Speichersteine sind schon human verteilt. So ist es nicht. Aber man weiß ja nie, was passiert, deswegen speichere ich nach jedem Part immer ab. Und für sowas, für sowas ist es halt nicht geeignet. Bei Vampire's Dawn 2 kriegst du auch direkt einen Speicherkristall am Anfang. Ich würde jetzt schon gerne Vampire's Dawn 2 auch mal im Stream spielen. Aber das Ich glaube, Fluch ist, dass die Elaine selbst keinen Damage macht. Und ultra langsam ist. Ich glaube, das bewirkt der Fluch. Ich glaube, die Elaine ist richtig im Arsch gerade. Ich will mal was probieren. Ich glaube, wenn ich mich in den Sarg lege... Da drin soll ich schlafen. Alle Vampire tun das. Kein Vampir würde freiwillig in einem Bett schlafen. Außerdem können nur in einem Sarg die Kräfte eines Vampirs sich vollkommen regenerieren. Wobei allerdings auch nur die körperlichen Wunden geheilt werden. Das Blut kann natürlich nicht regeneriert werden. Deswegen musst du Leuten ihre Lebenskraft entziehen. Na schön. Dann wollen wir mal. Ich hoffe, das heilt auch den Fluch von der Elaine. Nee, halt's nicht. Gegenstand, warte mal. Ausrüsten, Blutschutzring. Scheiße. Wie mache ich denn das? Blutelixier. Nee, Blutflasche, Blutfiole. Ja, Blutflaschen werde ich hier extrem viel brauchen. Ich werde nochmal ins Dingsbums gehen. So, lass mich mal ganz kurz überlegen. Wie viel starke Seelen habe ich? 26. Ich brauche normale Seelen? Okay. Das bedeutet, ich muss erstmal einige große Seelensteine umwandeln. Normale Seelensteine. Wie viele große Seelensteine? Nehme ich gleich mal 10 Stück.
Jetzt, wo ich diese starken Dinge halt klatschen kann. Große in normale. Das ist kein Problem. Am Anfang war es halt extrem nervig, wenn du zum Beispiel das so machst wie ich, dass du von allem 99 hast, gerade von den Seelensteinen, dann ist es eigentlich ganz cool. Aber wenn du dann halt nur die kleinen Seelen halt machst, musst du immer hier 3 von den Schwachen ergeben, 99 von denen ergeben 99 von denen, und diese 99 kannst du dann in knapp 45 oder 44 normale Seelensteine rumeiern oder halt in 10 von denen oder in 11 von denen, und das ist übel. Lass mich mal kurz rechnen. 26, jo, 99 minus 26 sind 73. Das bedeutet, 5 kann ich noch umwandeln. So, Seelensteine umwandeln. Große Seelensteine in normale Seelensteine, 5. Dann müsste ich genug normale Seelensteine haben. Ja, das passt. Das passt sehr gut. Und jetzt kann ich meine starken Seelen umwandeln. Und dann müsste ich eigentlich wieder genug haben. So. Jetzt müsste ich 99 haben von denen. Yeah, das sieht doch ganz gut aus. Ich werde in der Pyramide wahrscheinlich auch ein bisschen offscreen farmen. Weil... Dingsbums. Weil ich hier diese normalen, hier starke Seelen sehr gut bekomme. Und die starken Seelen, von denen brauche ich 10 Stück, um meinen Statuswert zu erhöhen. Permanent. Und da mein Wallner ja mindestens 200 Mental braucht, werde ich den auf 200 Mental machen, dass ich alle schwarzen Rüstungen benutzen kann. Okay, von da kam ich. Das bedeutet, ich muss nach unten. Ah, der Flur ist so nervig. Ich weiß auch nicht, wie ich den loswerde. So. Oh, ernsthaft. Bitte. Es ist doch unglaublich. Ja, die LA macht keinen Damage. Die ist verflucht. Ich muss den Fluch loswerden. Das ist scheiße. Das ist wirklich scheiße. Weil er reicht 39. Das ist ganz gut. Ich sollte wieder einen neuen Golem beschwören, weil der Damage von der Elaine fehlt mir jetzt. Kritischer Treffer, super, perfekt. Oh, super. Alter, wenn die jetzt anfangen, alles zu verfluchen, ey, dann bin ich echt am Arsch. Na gut, die Elaine ist schon verflucht, ist jetzt die Frage, es Sinn macht, der Elaine den Talisman zu geben. Ich würde gern den Talisman austauschen bei Wallner. Obwohl, es ist beides nicht, es ist beides scheiße. So, hier geht's weiter. Ne, geht es schon, aber noch nicht. Okay. Boah.
Hoffentlich macht die Elaine wenigstens mit ihrem Zauber-Damage. Oder so, geht auch. Okay, die Elaine kann noch zaubern, aber 990, das ist nicht viel. Oha, das wird ein Spaß hier. Oh, super. Das wird ja wieder ein Spaß. Ich schreib mir das einfach auf. Okay, einmal nach da. Ich mache mir einfach so ein paar Pfeile dran. 2, 3, 4, 5. Okay. 1, 2, 3, 4. Viermal nach links. 1, 2. Zweimal nach oben. Ach, scheiße. Wie den Golem zu beschwören wäre Verschwendung. Weil ich nie weiß, ob ich das jetzt packe oder nicht. Weil ich ja wieder zurück. Gehauen werde, aber mir fehlt für diese kleinen Dinger der Damage von der Elaine. Weißt du was? Ist egal. So, okay. 1, 2, 3. Zweimal nach oben. Ich hoffe, das ist der richtige Weg, nicht, dass er mich in irgendeine Sackgasse führt. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1 nach links. 2 nach links. 3. 2 nach links wieder. Okay, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. 1 nach oben. 2 nach oben. 3 nach oben. 3 nach oben. Ja, jetzt hat der Golem natürlich voll verkackt, das meinte ich. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3 nach rechts, 2 nach oben. Gut. Jetzt nach rechts. 1, 2, 3, 4, 5. 3 nach rechts. Ja, ich hatte mich eben versprochen. Das habe ich mitbekommen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2 nach links. Dann 1, 2, 3 nach oben. 3, 1, 2, 3 nach links. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2. What? 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3. Falscher Weg, okay. Ist die Elaine immer noch verflucht? Ich glaube, bis zum Skelett komme ich. Vielleicht hat er irgendwas. Ich gucke einfach mal.
Warte mal, ich will mal was probieren. 1, 2, 3, 4. Dann nach unten, nach rechts, nach rechts. Also der Weg ist schon mal nicht richtig. 4 nach rechts sind okay. Dann einmal nach unten. Dann wieder nach rechts. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Bin mir nicht ganz sicher. Ich probiere es jetzt einfach mal mit Try and Error, ansonsten mache ich es offscreen, weil wir sind jetzt schon bei 40 Minuten angelangt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nee, okay. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Oha! Heiliger Sturm. Ich glaube, das bringt hier leider nichts. Die Mumien sind ein bisschen resistent gegen Kälte. Aber dafür sehr anfällig gegen Feuer. Elaine ist bereits verflucht. Ja, Mumie stirbt. Aska haut drauf. Oh, 1200 Stärke ist natürlich geil. Okay, 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, nicht nach rechts. 1, 2, 3, 4. Runter. 1, 2, 3, 4. Heiliger Sturm, Eissturm und Feuerflammenmeer. Das müsste eigentlich ausreichen. Jo. Gut. Eins weiter. Eins, zwei, drei, vier. Eins nach rechts auch nicht. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei. Warte mal. Ich probier's mal hiermit. Dann einmal nach rechts. Zweimal nach rechts. Und dreimal nach rechts. Zweimal nach oben. Okay, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. 3, 1, 2. Okay, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, okay, das passt nicht, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, so, kritischer Treffer ist ganz gut. Da müssen... Ach Mist, wenn die Elaine doch wenigstens Damage machen würde. Ja, ja, ist klar. Natürlich. Es kann doch nicht sein, dass jetzt alle verflucht wurden. So, da das jetzt sonst zu lang wird, mache ich den Kampf zu Ende. Durch die Zuflucht habe ich hier abgespeichert. Aska ist, Walner ist der Einzige, der noch Damage macht. Das mit dem Fluch ist ein bisschen hart. Das ist ein bisschen extrem. So, ich speichere hier mal ab zur Sicherheit. Dann sehen wir uns im nächsten Part. Einsamkeit ist eine Qual für die Ewigkeit. Alles klar. Und dann macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.